Hallo, hier ist das Team vom Supported und heute zeige ich euch ein weiteres YouTube-Programm von FreeStudio DVD Videosoft. Und zwar gehen wir in die Kategorie YouTube rein und heute nehmen wir uns den Free YouTube to iPod Converter vor. Das heißt, wir laden uns YouTube-Videos herunter und konvertieren die gleich in ein Format, mit dem der iPod umgehen kann. Gut, wir sehen jetzt hier, wir sollen einen Link einfügen. Dies machen wir entweder, indem wir einen von YouTube kopieren und hier sagen einfügen, oder wir setzen den Haken bei automatisch, dann wird der Link sofort aus der Zwischenablage herausgenommen und hier eingefügt. Wir machen es aber oldschool, also gehen wir auf Google Chrome oder Firefox, Internet Explorer, wie ihr wollt, gehen in YouTube rein, suchen uns ein passendes Video, natürlich von Supportnet, dann nehmen wir mal die Consumer Preview, das Hands-on. Gut, dann kopieren wir den Link oben mit STRG C oder mit Rechtsklick kopieren, wie ihr wollt. Öffnen das Programm wieder und sagen einfügen. So, jetzt hat er eben den Link angezeigt. Jetzt zeigt er den richtigen Namen dazu an. Er überprüft das Video schon und zeigt uns gleich an, wie groß es ist. Gut, in der Zeit können wir die Texte hinzufügen, wenn wir möchten. Wir können jetzt sagen, den Interpreten, das Album, sonst was, Kommentar könnten wir rausnehmen. Wenn man das ab und zu mal macht, braucht man das nicht. Möchte man sich eine kleine Datensammlung anlegen mit Videos, dann empfiehlt es sich natürlich. Gut, wir sehen jetzt hier die Qualität. MP4 720p, 77,3 MB groß. Und wir können jetzt zum nächsten Schritt gehen. Wir nehmen uns jetzt die Voreinstellungen vor. Wir sagen jetzt entweder, wir haben allgemein einen Apple iPod oder wir haben schon den iPod 5G oder iPhone, Apple TV oder sogar Sony PSP-Formate. Also eigentlich ist der Programmname ein bisschen komisch, weil es hier der iPod-Converter ist. Wir können aber mehrere Formate auswählen. Gut, wir nehmen den iPod und jetzt können wir uns auch die Qualität aussuchen. Wir nehmen natürlich die beste Qualität, dadurch wird natürlich die Datei am größten. Wir können jetzt diese Qualitätseinstellungen noch selber anpassen über den Editor. Entweder hier oder wir sagen, wir legen ein komplett neues Format an bzw. eine neue Vorlage. Über die Option können wir zum Beispiel die Sprache ändern. Wir haben hier einiges zur Auswahl. Oder auch zum Beispiel sagen, wo uns die Videos ausgegeben werden sollen. Gut, das war's auch schon. Wir sagen jetzt herunterladen. Wir sehen hier den Verlauf. Er lädt uns das Programm runter. Hier können wir eine Pause machen. Oder wir sagen jetzt komplett einfach, das Programm wollen wir nicht mehr. Oder das Video besser gesagt. Gut, das war's auch schon und viel Spaß beim Ausprobieren.